Ich begrüße euch total recht herzlich zur Hommage-Sendung. Die Hommage-Sendung ist eine Sendung, wo wirklich Künstler einfach mal eine Laudatio erhalten von Fans. So, meiner einer ist ein Fan von 1996, Autobahnpolizei, und dort war richtig mal was los. So, Hermann Joa, 1989 hat er da im DSF alles mal so vorgestellt, und dann irgendwann, 1996, ist dann plötzlich die Autobahnpolizei Brandenburg, und wer ist aufgekreuzt? Ein Semir Gerkan mit einem Hünneken, ne? Rambo, ja. Oder lieber da so rum, er war ziemlich jung, der Erdogan. Atalay, sein richtiger Name. Ne? Also Semir Gerkan fing dann an in der Brandenburger Autobahnpolizei und legte los. So. Aber diese Laudatio ist jetzt nicht nur wegen ihm, nein, sondern auch Hartmut Freund, der in der KTU, der mit Nils in einem sogenannten roten Mercedes voller Panik auf der Autobahn und dann umgekippt. Und nun der Chef der KTU, hat auch ein Wahnsinnsauto, und zwischendurch hat er da auch so ein Nissan mal eben geschrottet. So, die Laudatio ist wirklich für Nils Körbin als Dankeschön, dass er so tolle Arbeiten leistet und ja, dass er ein toller Schauspieler ist und dass wir so eine sogenannte Facebook-Freundschaft und wie gesagt seit 1996 einen Filmclub, der halt Cobra 11 bzw. Autobahn, Polizei, bla bla bla, aber bei uns heißt die auch Cobra 11, denn Erdogan Atalay, der dazugehört zu dieser Laudatio heute, ist natürlich auch Cobra 11. Ne? Cobra 11, man kann hier die Sweatshirts, T-Shirts, Sweater, alles was er so anbietet. Ich warte ja immer noch auf dieses hier mit diesem Wahnsinns-Schreck Cobra. Keine Ahnung, weil noch nirgendwo gefunden. Also genügend haben wir ja hier, wenn man schon so lange dabei ist. So, ich möchte natürlich auf dem Weg den Daniel Rösner nochmal verabschieden. Er ist natürlich schon lange weg, das wissen wir. Denn Daniel Rösner wird bei der ARD in einem Sci-Fi-Film dort mitwirken. Das ist halt auch schon gesagt worden. Deswegen darf man das jetzt hier in dieser laufenden Kamera sagen. Man darf natürlich auch sagen, dass einige viele schon gegangen sind und einige viele noch gehen werden. Am Set, hinter dem Set und auch etwas weiter bei Cobra 11. Ist halt so. Autobahn, Polizei, Cobra 11. Ja, die Autobahnpolizei bei RTL. Also es werden viele gehen, es sind schon viele gegangen. Wir werden am 14.11.2019 die letzte sehen, wo wir alle sehen. Und danach wird auch Daniel Rösner auf dem Schiff winken, wo sein Vater sitzt und endlich die große Reise antreten kann. Ja, diese Laudatio hier, die Hommage, auf Wiedersehen, macht es alle gut. Wir sehen uns sicherlich irgendwo wieder. Alle, die nicht mehr bei Cobra 11 mit dabei sein werden, am Set oder sonst wie, sicherlich kommen die oder werden sie zu Besuch sicherlich erscheinen. Also wir, beziehungsweise ich, der seit 1996 jetzt hier bei Facebook, online, WebTV, Sondersender NRW TV, hier im Studio, jetzt diese Laudatio, die Hommage an Nils, Erdogan, Daniel und natürlich Pia. Eine Frau müssen wir ja grüßen. Pia Stutzenstein. Pia Stutzenstein ist halt die Neue, die halt mit Daniel, nein, mit Nils, nein, mit Erdogan, Atalay, also Semir Gerkan. Richtig. Semir Gerkan, ja, ich weiß ja den Namen noch nicht, deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, weil Pia Stutzenstein wird sie ja wohl sicherlich nicht heißen. Ob sie Sabine, Susanne, keine Ahnung, ich glaube nicht. Vielleicht heißt sie ja auch Nina, ne? Oder Petra, oder hat irgendeinen anderen Namen, irgendwie, keine Ahnung, RTL oder Action Concept wird da sicherlich sich einen Namen ausgedacht haben, wie sie dann heißen wird. Kommissarin. Ne? Genau, Hauptkommissarin der Autobahnpolizei, ja, wie auch der Hauptkommissar der Autobahnpolizei, Semir Gerkan, wird sie vielleicht, keine Ahnung, Claudia heißen,
Sabine heißen oder halt Pia heißen. Vielleicht Pia, ja genau, Pia Stutzenstein, vielleicht nehmen sie sogar diesen Namen, wer weiß. Ne? Hauptkommissarin Pia Stutzenstein auf der Autobahnpolizei Cobra 11, rauschen die durch Düsseldorf, Köln und so weiter und Bochum und was weiß ich, nee, ach ja, und Sauerland und so weiter, Brilon und so weiter und so fort, Bestweg und so weiter und so fort. Also ihr werdet es schon sehen. So, okay, Daniel Rösner, wie gesagt, ARD, wird er auftauchen. Wird er drehen? Weg, so richtig weg vom Fernsehen sind sie nicht, glaube ich kaum. Nils Körben dreht ja auch, wie gesagt, er macht ja nicht nur KTU, er macht ja auch seine Sauna-Geschichte und das alles. So, also, wir verabschieden alle anderen, die sind ja schon weg, ihr kommt aber bei uns hier in der Hall of Fame, die werde ich dann irgendwann mal zeigen, kommt ihr an die Wand. Alle, die jemals bei Alarm für Cobra 11 da gewesen waren, sind, sein werden, kommen an diese sogenannte Wand, hier in der Hommage-Ecke, hier im Shop, hier im Studio und so weiter. Also zuerst auch hier, wie gesagt, heute mal diese Laudatio von Erdogan Atalay als Seremir Gertan. So, dann habe ich ja hier noch ein paar andere, die ich dann eben hochhebe. Ja, genau, aber die nicht, die habe ich schon. Ne? Nein, den jungen Mann auch nicht, den habe ich auch schon. Richtig, Nils, meine sehr verehrten Damen und Herren, Nils als Hartmut-Freund in der KTU. Dann habe ich ja vorhin gesagt, dass der Daniel, also den Daniel verabschieden wir und begrüßen dann bei der ARD Daniel Rösner, der da, wie gesagt, auch. So, die Laudatien sind aber heute für Erdogan, noch einmal. Ja, das war es dann auch schon. So viele Autogrammkarten habe ich nicht. Auch wenn ich seit 1996 Filmadmin und was weiß ich nicht alles bin. Aber, wie gesagt, ich habe auch viel, viel zu tun. Ja, ihr wisst, dass ich viel, viel zu tun habe. Ich begrüße auf diesem Wege die besten Fans, die ich je kennengelernt habe. Maya Eichholz und Anita W. Ihr beiden seid super und ich werde die Nudeln Insider sicherlich mir schmecken lassen. Ja, okay. Wie gesagt, alles, was ich versprochen, werde ich auch einhalten, auch das andere. Nils in mindestens Fotogröße 3A3, kein Thema, wird gemacht, damit Nils in A3, top, dann bei euch an eurer Pinnwand, dann kein Thema. Also, die Laudatio ist wirklich von ganzem Herzen an Nils Körben, Dankeschön. Für die Unterhaltungen, Dankeschön bei Facebook und so weiter. Ich werde mich sicherlich irgendwann mal freuen, wenn ihr wirklich mal Zeit habt, hier ins Studio bzw. auch im Shop und auch in der Firma irgendwie mal erscheint. Das ist immer so eine Sache mit Gewerbe und Film und wir sind selber Film und wir sind selber ein Studio, wir sind selber Web-TV. Das ist so eine Sache, wenn andere in demselben Beruf arbeiten, unter Vertrag stehen, ist das alles nicht so mal eben. Aber es sind ja auch private Menschen. Privat ist Nils eingeladen, privat ist Daniel eingeladen, privat ist Pia eingeladen, privat ist auch Erdogan eingeladen. Also wenn sie als Privatmenschen hier mal erscheinen, verweilen und vielleicht irgendwie wie die anderen, die mal hier gewesen, etwas machen. So, ich bedanke mich total und recht herzlich, wie gesagt, bei Nils, der den Hartmut-Freund der KTU im LM-Studio Köln, glaube ich, und den Daniel Rösner. Dankeschön, dass er da war. Dankeschön, dass er so toll gemacht hat. So, die anderen, wohlgemerkt, die anderen auch. Die anderen, die gegangen sind. Ja? Die anderen, die leider auch nicht mehr da sind. Alle, auch den Stunt-Coordinator. Und so weiter. Alle, die nicht mehr da sind, Dankeschön, dass ihr da wart. Ja, seit 1996 bis jetzt 2019. Ja, auch Pia. Und jetzt wird die Dame natürlich nochmal begrüßt. Pia Stutzenstein, danke an RTL, dass sie die, oder Action Konzept, keine Ahnung, wer die jetzt eingestellt hat, dass Pia Stutzenstein arbeiten darf. Wir durften ja schon einige Sachen sehen. In Brilon, wir durften ja nicht Brilon, sondern Bestwig an der Autobahn. Wir durften ja schon einige Sachen sehen, im Wasser etc. und pp. Und das hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieser Einblick. Im Jahre 2020 werden einige auflaufen, die Studios besuchen. Meiner einer wird sicherlich mit laufender Kamera dabei sein, wird aber vorher fragen, ob er darf. Ich würde mich dann wirklich freuen, wenn ich dem Nils dann mal die Hand schütteln darf und sagen, grüß dich, Erdogan, grüß dich,
Pia, grüß dich und vielleicht andere neue auch, die wir vielleicht wissen, dass sie jetzt da sind, weil wir bei rtl.de gelesen haben, dass da einige gecastet wurden und die dann auch da sein werden. Nur welche Positions sie haben, also welche Position die da bekleiden, das wissen wir nicht. So, das soll auch egal sein. Dankeschön, dass es diese Serie gibt. Ein Dankeschön an RTL, ein Dankeschön an Herrn Joa, Hermann Joa, dass er dieses Action-Konzept wirklich toll führt, dass er eine tolle Mannschaft hat, dass er eine tolle Firma hat und schon so viele Sachen von 7000 Autos, über 7000 Autos, über 400 Liter Kunstblut und diverse andere Sachen, dass er so eine Crew hat, die solche Sachen herstellen, umsetzen, dass er solche Green Boxes hat, die so toll sind, dass keiner merkt, dass es eine Green Box ist, dass gar keiner da wirklich in Gefahr ist in dem Moment. Das ist nämlich, das muss ja auch mal gesagt werden, in so einer Green Box wird so vieles gemacht, wo das sieht so perfekt aus, keiner bemerkt es, dass es nicht richtig real war, weil die Positionen so gewählt werden, dass jeder meint, das wäre live, aber ist halt nicht so. So, Dankeschön. Ich als Fan, 1996 angefangen, jetzt 2019, freue mich auf die neue Fangemeinschaft ab 2020. Wie gesagt, mit Pia, ja, mit Nils, mit Semir und den anderen Herrschaften. Erdogan, Atalay ist damit gemeint. Ja, alle, die jetzt noch da sind. Wir werden ja sehen, wer da ist, und da werde ich sicherlich nochmal im Jahre 2020 so einen Videoclip machen bei Ultra HD Web TV als YouTube-Kanal. Mal sehen, wann irgendwann doch Web TV nach vorne kommt, das altbewährte Fernsehen ablöst. Vielleicht haben wir alten Herren dann endlich mal das, was wir vor 60 Jahren haben wollten, nach 60 Jahren endlich on air. Ja, das sogenannte freie Fernsehen in einem sogenannten virtuellen Raum als Web-TV, als Commercial etc., also als und so weiter. Ist halt so. Ich versuche mein Bestes. An sich wollte ich nur ein paar, aber jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, weil die Serie ist einfach nur klasse. Die Sachen sind einfach nur klasse. Und ja, was soll man denn da sagen? Dankeschön. Dankeschön, dass ihr sowas erdacht habt. Dankeschön, dass man sich darin wohlfühlt. Was soll man sonst sagen? Dankeschön, dass es euch gibt. Dankeschön, dass ihr so tolle Arbeit leistet. Dankeschön, dass es diese Serie gibt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn die weit über 25 Jahre läuft. Also das wäre der Hit, bei RTL eine Serie gesehen zu haben, die weit über 25 Jahre on air, dass man mit 25 Jahren Alarm für Cobra 11 dann so ein Wahnsinnsknaller, dass man also weiß, dass man auch so lange dabei war, ja, dass man so lange Fan war, dass man diese Leute mal kennengelernt hat für wenige Sekunden, mit diesen Darstellern gesprochen, sich ausgetauscht, auch andere Sachen gemacht und auch die Fans hautnah kennengelernt, mit den Fans wirklich was gemacht, mit den Fans wirklich was auf den Weg gebracht und auch wirklich gesprochen und den Fans auch helfen können und auch selber vor laufender Kamera. Es sind ja, ist ja nicht nur Cobra 11, es sind ja auch noch sehr viele andere hier. Ich bin halt nur der Administrator seit 1996 und seitdem es online geht, auch dort. Und das bleibt halt so jetzt bei Facebook. Solange es Facebook gibt, werde ich es da machen. Einige, ach ja, auf dem Weg zum Schluss begrüße ich natürlich auch Prashant. Ja, Jalwal, mit dem habe ich gerade gesprochen, der beim Tatort da einen Arzt jetzt macht in Göttingen. Ja, dann wisst ihr auch, wann dieses Video gemacht worden ist. Wenn ihr Prashant seht, denn Prashant war ja auch bei Cobra 11, eine ganze Folge. Somit habe ich die Laudatio nicht nur dem Nils gemacht, dem Erdogan gemacht, der Pia gemacht, ja. Und dem Daniel, so als Abschied, Dankeschön, und ich freue mich auf ARD, obwohl ich ARD nicht gucke. Meine lieben Freunde, ich schaue kein ARD, ich schaue kein ZDF, bin kein Freund davon. Das wird auch so bleiben. So, das war es dann auch schon. Ich bedanke mich,
total und recht herzlich, dass es euch gibt. Dankeschön.